Hallo und herzlich willkommen, Gaming-Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut. Stufe 9, Helldiver für die Demokratie. Wir gehen rein solo. Ich wollte das Ganze einfach mal testen in einer normalen Eierzerstörmission. Ja, ein paar Bugs eliminieren. Und Helldivers macht einfach so viel Bock. Natürlich im Koop mehr als alleine. Aber ich wollte einfach diese Herausforderung mal für mich bestreiten und das auch mit anderen Missionen dann auch intensiver, also mit immer mehr Challenges, Objectives, die ich mache, und ich hoffe, euch gefällt diese Reihe. Wenn ja, lasst mal in den Kommentaren da, ob euch das interessiert, dann auch für Roboter und so weiter, mal sehen, was mir da einfällt. Und ansonsten, ja, wenn ihr auch Tipps und Tricks haben wollt, die habe ich gestern auf meinem Kanal released. Vielen Dank für die ganzen neuen Abonnenten bei diesem Video. Wahnsinn, und für die netten Kommentare, ja, zeige ich euch nochmal. Hier ist das Video, ist auch oben dann in der Infobox verlinkt oder auf meinem Kanal. Einfach das letzte Video schauen, 69 Tipps und Tricks. Und ja, das Game macht einfach so viel Laune. Schaut auch gerne auf Twitch vorbei, da streame ich das Spiel heute Abend wieder. Und da könnt ihr gerne mitmachen, einfach mal kurz fragen, wenn ich nicht irgendwas am Machen bin oder wenn die Gruppe gerade voll ist. Aber ich versuche das ein bisschen durchzuwechseln, dass die Leute in der Community die auch gerne mitspielen können. Und jetzt lasst uns das genießen. Let's go. Viel Spaß mit dem Video. Okay, let's go. Suchen wir uns einen guten Spot aus. Das sieht gut aus. Am Anfang kein Druck drauf. Schienenkanone immer gut. Orbitallaser nehme ich eigentlich immer mit. Railgun, Schildgenerator und Ausdauer oder... Ja, komm. Falls wir mal drauf gehen, dass wir auch die Munition dann voll haben. Das kann ja immer mal passieren. Auch wenn ich es nicht hoffe. Ich liebe das immer. Ich liebe diesen Startscreen, wenn man dann als mit dem Hellpot runterkommt. Das macht einfach Bock. So, rufen wir erstmal unseren Staff. Schildgenerator. Railgun. Okay, let's go. Markieren mal gerade, wo wir jetzt erst hin müssen. Ich probiere erstmal die Eier so schnell es geht down zu bekommen. Schildgenerator drauf. Und die Railgun ist da. Jawohl, ich liebe die Railgun. Einfach so eine geile Waffe, ne? So, okay. Versuchen so schnell es geht an die Eier zu kommen, ohne irgendwelche Patrouillen unbedingt triggern zu müssen. Müssen hier ein bisschen konzentriert vorgehen, aber kriegen wir hin, ne? Sieht's gut aus. Oh, Pilz. Müssen wir mal gucken, wo wir den haben. Ich sehe ihn schon. Sporen können natürlich nervig sein. Aber auf Stufe 9 müssen wir halt gucken, ob wir die Zeit haben, den Pilz wegzumachen. Schildgenerator ist halt auch insane, ne? Okay, da sind ein paar Mobs. Aha. Ich komme noch nicht dran, glaube ich. Da ist ein Charger. Maschinenkanone rein. Der ist schon mal... Weg mit dir. Da muss ich aufpassen. Okay. Man sieht auch echt wenig, Leute. Sehr heftig. Wüste plus Spore plus Sonne, die da runterstrahlt. Oh, oh, Charger. Hier muss ich echt aufpassen. Uiuiuiuiui. Okay, let's go. Da ist der Pilz. Nachladen. Erster Schuss. Nächster. Okay. Noch ein. Sauber. Den haben wir schon mal weg. Oh, eine Menge kleine. Oh, deswegen ist das Schild so gut, damit wir da nicht gestunt werden. Ah, schön mit dem Revolver, den erstmal ein paar reingebrezelt.
Oh, Stufe 9 Solo. Let's go! Let's go! So, da sind die ersten Eier. Jetzt mal eine Granate rein, damit wir ein bisschen Zeit haben. Ein paar Eier sind schon weg. So. Da ist halt die Breaker extrem nice. Oh, springen. Ah, die können immer gefährlich werden, wenn ich da nicht aufpasse. Aber ich hab ihn gehört von hinten. Ah, jetzt kriegt er erstmal ein paar schöne mit der Railgun reingedrückt, mein Freund. Zack, Junge. Der kommt ein bisschen nah. Revolver raus und gib ihm. Ich liebe den Revolver, ohne Witz. Hat so ein geiles Gameplay. Orbitallaser rein. Damit ich ein bisschen Ruhe habe. Jawohl. Der Laser brutzelt rein da. Oh, da kommt noch eine Menge. 32. Hm. Haben wir da... Oh, nice. Das ist glücklich. Munition, direkt mal ein paar Granaten raus. Weil die liegen hier. Ich muss hier sehen, dass ich wegkomme. Die Sonne blendet. Zwei Stück. Den einen umlaufe ich, sauber. Oh, 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 das wird eng, das wird eng, das wird eng. Da sehe ich eine Lücke. Oh! Schöner Sprung. Touchdown, let's go. Oh, da bin ich aber sauber rausgekommen. Das war nice. Kurz nach rechts angetäuscht. Schön. Ein paar wegmachen, wenn wir gerade Zeit haben. So, jetzt müssten wir eigentlich ein bisschen Zeit gewonnen haben für die Eier. Mal schauen, ob wir die jetzt down bekommen. Immer alles schön nachladen, wenn man am Laufen ist. Oh, oh, oh. Oh, der ist mir gerade vor die Flinte gesprungen. Das war lucky. Ah. Das wäre kein richtiger Run ohne Proben, oder? Na, die versuche ich aus der Distanz. Ich glaube, ich habe sie... Ja. Hab ich getroffen. Weg damit. Nächste. Schön, schön, schön. Jawohl. Nummer 1 abgeschlossen. Farmnest zerstört. Oh, der hat mich. Oh. Oh, da kommt schon die nächste. Hier ist aber auch Druck wieder angesagt. Wieder durch die Lücke. Mut zur Lücke, sage ich immer. Hab was gefunden. Schön. Munition. Gerade markieren, wo wir als nächstes hingehen. Okay, komm. Noch zwei Eier, dann haben wir's. Und noch ein rein. Ah, das Risiko müssen wir jetzt gehen. Jawoll. Schön den immer mit der Railgun ins Gesicht und dem Berserker auch noch. Sehr gut. Das läuft, meine Freunde, es läuft. Ich bin bis jetzt sehr gut am Set. Läuft auch extrem gut, dass auf dem Weg immer wieder Munition da ist. Eben, das war extrem glücklich, wo wir da... wo wir diesen einen Munitionsvorrat gefunden haben. Ach, ich liebe das, Alter. Das sieht so geil aus. Geil wäre, wenn hier noch so ein Riesenbug rauskommen würde, so wie so ein Dune-Wurm oder sowas. Es würde einfach so geil passen, wenn die noch so ein paar Specials einbauen. Ich liebe einfach Helldivers 2. Es ist so ein geiles Game, was man immer wieder mal zocken kann.
So. Putz. Da vorne. Ich bin echt gespannt. Muss ich aufpassen, ich höre schon wieder ein. Da kommt er. Ah. Na egal. Gut. Und noch ein rein. Du kriegst mich nicht, mein Freund. Jawohl. Noch einer, oder? Ja. Ah, ne. Einer. Reicht immer noch nicht, boah. Lüll. Okay. In dem Run machen wir es nicht. Da will ich es erstmal schaffen. Aber das Terminal werde ich wohl mal ankratzen, wenigstens. Oh, der nächste Pilz, oder? Kommen wieder einige hinter uns. Mal auf Prediction eine reinsetzen. Ah, ich sehe da einen Charger. Okay. Ich hoffe, der hat den getroffen. Mal einmal drum rumlaufen. Mal sehen, ob da drüben auch noch der Eingang ist. Let's go, wir schaffen es, ich spür's. Ja, schön. Oh, da ist er. Oh! Hier erstmal rumkiten, damit ich ein bisschen Platz habe. Ach, ich hasse Jäger. Ja. Deshalb ist die Breaker so geil. Oh, da habe ich aber welche versammelt. Oh, 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 oh. Hier hoch. Fuck. Mal wegnehmen, was geht. Oh, wir haben eine Menge Bugs am Arsch. Scheiße. Sehr schön. Wir müssen zurück. Okay, da kommen wirklich eine Menge Bugs, eine Menge. Hier den gegen den Stein. Weg mit dir, mein Freund. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Raum. Da drüben schnell rein. Versuch ein paar Eier wegzunehmen. Da kommt der nächste, aber ich glaube, der geht gegen den Stein. Auf jeden Fall ein bisschen Zeit. Keine Granate mehr. Alles wegnehmen, was geht. Oh, der ist da. Ja, schön. Einmal umkurvt. Schön zwischen die Klöten einen weggeschossen, ein Ei. Das wird scheiße. Schild weg. Lauf, 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 lauf. Ausdauer gleich leer. Oh, der hat uns... Oh, ist das Schild gerade hochgegangen? Hatten wir Glück. Okay, hier sind wir auch gut raus. Mal gucken gerade. Da ist eine kleine Lücke. Ja, wir gehen da rüber. Okay. Sehr nice. Munition können wir immer gebrauchen. Schildrucksack ist gleich ready. Aber brauchen wir noch nicht. Safen wir uns, falls wir drauf gehen oder so, dass wir ein Backup haben, ne? Weil ohne Schildrucksack solo hart. Oh ne, da werden zu viel Munition verlieren, glaube ich. Dann müssen wir noch die Schüssel ausrichten. Laser dafür opfern. Ne, ich glaube nicht.
Ich glaube, wir ziehen durch. Da kommt er nämlich schon. Ich sehe nicht, wie viele das sind. Oh, da kommt von links auch noch eine Patte. Ich habe die kurz im Augenwinkel gesehen. Müssen wir aufpassen, Leute. Das ist sonst so risky. Das ist sonst so risky. Okay, noch einmal Eier. Das sieht doch ziemlich gut aus. Da kommt der wieder. Der ist kein Problem. Oh, Titan. Weiß nicht, ob ich... Na, komm. Ich sehe ein bisschen auf die Nüsse. Oh, da habe ich mich bewegt. Ah, ins Gesicht. Bugdurchbruch. Ziehen weiter. Für die Demokratie. Oh, wir sind gleich da. Vielleicht schaffe ich ja nochmal irgendwie Muni zu finden oder so. Das wäre ganz geil. Aber wenn nicht, dann ist es so. Was ist da? Na egal, komm weiter. Ich höre da was. Taktikausrüstung im näheren Umfeld. Oh, Artillerie. Keine Zeit für... Bis jetzt eigentlich ziemlich relaxed, muss ich sagen. Shit, das ist einfach so geil. Ich liebe es einfach. Normal wären wir jetzt schon geslowt. Aber durch das Schild kannst du aber durch... Ah, es ist einfach, ich glaube, für Solo-Play unabdingbar. Und dafür auch. Du bist einfach nie im Stun. Mhm. Ah ja. Okay, das wird. Ich hoffe, dass ich mein. Oh, die haben mich. Ja. Da wurde ich geblockt. Da war ich kurz stuck, aber ist nicht schlimm. Einen Tod können wir gehen. Können auch noch mehr gehen, aber. Ich versuche mal hier oben zu landen. Ah, IQ-Move. Jetzt erstmal ein Laser rein. Schienenkanone. Ich stehe mit der Nate. Ich habe ein paar getroffen, ja. Sehr gut. Oh, der war zu kurz, glaube ich, ja. Egal. Oh shit. Ich dachte, ich wäre safe. Oh, die krabbeln hier hoch. Die Mistsäcke. Oh! Let's go. Ey, was ist hier los? Ja, die kommen hier hoch. Lang halten wir es hier nicht mehr aus. Scheiße, ist das eng. Weg hier. Sauber. Sauber. Erstmal kurz gucken. Probe muss mit. Was haben wir hier? Jawohl. Und deswegen haben wir ihn aufbehalten. Ich habe es eben noch gesagt. So, bei Raygun auch noch raus. Hier muss ich jetzt bleiben. Das muss ich jetzt verteidigen kurz. Komm. Ja. Gut, geht das hier aus. Boah, Baba eng. Die kommen nämlich jetzt rein. Ah, da ist alles voller Jäger. Ich hasse die Viecher wie die Pest. Das sind für mich die schlimmsten Mobs. Ohne Witz. Und wieder eng durch die Lücke. Schöner Sprung. Uiuiuiui, hab ich auch schon 3 Stück hingelegt, ey. Der Titan auch noch da. Okay, let's go. Zack. Weg mit dir. Ich muss ein bisschen gucken. Ah, die haben wir.
Ich dachte, er wäre näher dran. Ich hatte kurz Angst wegen dem Säurespucker. Aber kein Problem. Den müssen wir wegmachen, da haben wir wieder ein bisschen mehr Raum. Sauber. Der sitzt, oder? Ja. Komm, noch vier. Let's go, let's go! Let's go! Jawohl. Ah, easy. Das musst du noch rausbringen. Alter. Scheiße. Den müssen wir wegmachen. Das, der triggert mich hart. Ah, schönes Ding. Das habe ich aber auch noch nicht gesehen, hier so ein Friedhof. Ist das ein Schiff oder was? Schiffsfriedhof wollte ich sagen. Keine Ahnung. Bin auf jeden Fall noch nie so drüber gesprungen. Okay, weiter geht's. Du nervst mich. Machen ihn weg, bevor wir, glaube ich, rufen. Komm, muss doch gleich Platz sein, oder nicht? Komm. Oh, deswegen ist das Schild so gut. Habt ihr gesehen? Links wurde es kurz getriggert. So, schnell das Schiff rufen. Safe. Yes. Nur 2 Minuten, okay, das geht. Die weg. Ich muss dranbleiben. Nachschub holen. Ausrüstungspaket trifft ein. Falls was passiert. Aber normalerweise, ich darf nur nicht in Shuttle. Eins. Oh, 1:10. Das war eng. Ich darf es nur nicht abbrechen lassen. Wenn wir jetzt mal drauf gehen, ist egal. 18. Ah, okay, hier sind wir in der Nähe. Boah, sind da viele Bugs. Okay, let's go, let's go, let's go. Hier durch. Wie der steht, der Hund. Er wartet schon auf mich. Okay, komm, der. Schild wieder da, das ist wichtig. Putz. Schon mal rüberziehen, ey. Orbitale, ist er ready? Oh, jetzt habe ich mir ein bisschen Zeit verschafft. Oh.
Okay. Oh, seht ihr, deswegen habe ich die Munition dahin geworfen. Sehr geil. Jetzt habe ich. Okay, komm. Let's go. 10. Oh oh. Oh oh. 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 Der. Oh. Da komme ich nicht raus. Egal. Pelikan ist da. Let's go, let's go! Yes! Yes! Solo clear! Oh yes! Oh yes! Sehr, sehr geil. Haben wir das wirklich geschafft, Leute? Let's go! Einfach Solo 9 geklärt, ey. Ich muss sagen, war einfacher, als ich gedacht habe. Klar, jetzt. Ich wollte es einfach erstmal klären. Jetzt als nächstes mal mit den ganzen Missions und auch mal andere Missionen probieren. Aber hier, Eier wurden zerstört auf 9 Solo. Ja? Das muss auch erstmal hinbekommen. Sehr, sehr. Ich liebe Helldivers einfach. Das ist so krass. Ja. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ja, Leute, wenn ihr die besten Tipps und Tricks sehen wollt, habe ich natürlich auf meinem Kanal gestern das YouTube-Video rausgebracht. Und ansonsten, wenn euch das Gameplay gefallen hat, dann schaut auch gerne heute Abend live auf Twitch vorbei. Da streame ich auch. Und ansonsten können wir auch gerne zusammen zocken. Auch kein Problem. Einfach liken, fragen. Hey, Dreed, bist du gerade am Zocken? Dann zocken wir das Ding. Und ansonsten war es sehr, sehr nice. Ich glaube, ich mache das öfter und werde die nächste Mission schaffen. In dem Sinne, bleibt gesund, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Bye, euer Dreed. Ciao.